Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Titel ja schon lesen konntet, ist bei uns heute die Pferdewaage. Und ich bin heute super gespannt. Fast vor einem Jahr, so 5 Tage überschneidet sich das, war die Pferdewaage das letzte Mal bei uns. Deshalb sieht man dann so ein bisschen den Vergleich. Da bin ich schon mehr gespannt drauf. Und ich nehme dich da jetzt halt einfach ein bisschen mit. Als erstes nehme ich jetzt halt die Fauni. Ich habe mir halt das Halfter schon geholt und suche jetzt halt mal, wo mein Pferd ist. Und dann kann es losgehen. Ich werde noch den überschüssigen Dreck wegputzen, damit die Fauni ein bisschen weniger wiegt. Kleiner Scherz, ja. Guten Morgen! Ja, friss ruhig noch ein Ründchen. Ja, du Süße. Friss ruhig noch ein Ründchen. Beiß noch mal richtig rein. Oh Mann. Die süße Maus, und schaut sie euch an, was sie einfach für ein Plüschfell hat. Oh ja, ciao. Kein Bock heute. Nee, komm her, komm mal was mit. Ja, klar. Geht sie zu Julia. Der Blick, oder? Wahnsinn, die Ohren. Wow. Okay, dann renne ich mal wieder meinem Pferd hinterher. Sie geht gleich wieder, ich wette. Hallo. Deine Audi ist das. Ja. Sie hat wahrscheinlich die Waage gehört und dann lieber weg. Oh. Seht ihr euch das an? Okay. Ich jetzt. Ja. Oh, kannst du. Ja. Mann, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Fauni, jetzt gib bitte. Versteckst dich jetzt, oder? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Jetzt Kim. Mäuschen, was ist denn los? So, das neue Halfter sitzt. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Auf Instagram habe ich es euch schon gezeigt. Solltest du uns dann noch nicht folgen, werde ich dir mal kurz hier den Instagram-Account einblenden. Wir würden uns natürlich sehr drüber freuen, wenn du uns da auch folgst. Und jetzt mache ich sie noch ein bisschen schick und dann kann's losgehen. Auf geht's, komm! Was sagst du dazu? Schrecklich. Wow, nicht so geil. Nicht so cool. Ja, ja, das tut man. Aber ich hab's mir schon fast gedacht, wenn ich ehrlich bin. Gelaufen ist halt gut. Und das sind halt einfach Überlegungen, die man halt dann fürs Pferd entscheidet. Ja. Weil so kann es halt nicht mehr weitergehen und ich arbeite und arbeite so viel. Nein. Ich könnte es echt heulen, ohne Witz. Ich heule aber jetzt nicht. Jetzt machen wir noch die Messung und ja, ne? Schatzi, müssen wir was ändern? Die Frage ist, habt ihr schon mal eure Pferde gewogen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, das würde mich natürlich auch interessieren. Ich finde es super spannend, vor allem wenn man das dann jährlich macht, weil man dann einfach den Überblick zum Beispiel sieht, also den Vergleich, hat man den Vergleich, ob das Pferd zugenommen hat, so wie jetzt meine, oder abgenommen hat und was man halt dann einfach ändern muss. Und auch wenn man quasi mit einem zufrieden ist oder so, trotzdem sieht man einfach, dass man was ändern muss. So, ganz brav ist sie ja draufgegangen, hier auf unsere Pferdewaage, die seht ihr im Hintergrund. Ich habe damit schon gerechnet, also ich hatte schon ein schlechtes Gefühl. Och, Mäuschen. Ja, wie gesagt, das bringt halt auch einem zum Nachdenken und dass es einfach so nicht weitergehen kann, auch von der Haltung nicht. Ich möchte nicht, dass mein Pferd krank wird und nur wir können quasi entscheiden, wie es einem Pferd geht. Das Pferd kann nicht entscheiden, ob der Kühlschrank auf ist oder zu ist. Und nur wir sind verantwortlich fürs Pferd. Und deshalb muss da jetzt einfach gehandelt werden. Gell? Mäuschen. Und wie geht's dir jetzt, Niki? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir wirklich das ja schon gedacht, dass sie jetzt mehr hat wie letztes Jahr. Wobei eigentlich nicht. Ich habe mir nämlich auch, ich habe ja so viel trainiert, auch in der letzten Zeit. Ich meine, sie hatte die Huflederhautentzündung, aber selbst da habe ich so viel trainiert. Und ich habe das euch schon mal gesagt, ich kann gar nicht so viel trainieren, dass sich das einfach mit der Fütterung hier ausgeht. Also ich, wirklich in meinem Urlaub war ich fast 3 Stunden mit Fauni unterwegs. Ganz viele haben mir auf Instagram auch geschrieben, warum sie so viel
warum sie so viel machen muss. Und ja, mir ist natürlich bewusst, dass das Pferd zu dick ist. Da haben auch manche Pferdebesitzer auch das Problem, manchmal das zu glauben. Aber ja, mir war das schon bewusst. Und ja, jetzt ist es einfach gerade für mich so Boom und ja, bestätigt einfach alles. Und was kam denn bei dir in der Analyse überhaupt raus? Ja, also es gibt halt so ein Idealgewicht. Also es gibt, ich glaube, 9 Stufen von 1 bis 9. Und ab 7 wird es halt gesundheitlich nicht gut für die Pferde. Und wir haben jetzt halt einen Wert von 6,7. Und ja, es ist wirklich, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen da jetzt halt schon ein bisschen die Worte. Und was kam beim Gewicht raus? Ja, beim Gewicht kam 510 Kilo raus. Und du warst ja schon mal auf der Waage, oder? Genau. Was kam da letztes Jahr raus? Das kann ich euch nochmal einblenden vom letzten Jahr. Da habe ich das nämlich abfotografiert, das Kärtchen. Da hatten wir 480. Das heißt, du hast 30 Kilo zugenommen. Puh. Und hat er was über die Verteilung gesagt? Also wo ihre Probleme sind? Ja, hat er auch. Also das meiste Problem ist halt an der Schulter, also hier in dem Bereich. Und hinten am Po ist es so, dass sie also schön muskuliert ist, aber an der Schweifrübe, da haben sich zum Beispiel auch Fettpolster. Müssen wir dich mal drehen, dann können wir uns das gleich mal präsentieren. Oh nein, ich habe meinen Strick verloren. Stopp, stopp, stopp. Also hinten hat sie eben hier an der Schweifrübe oben, meinte er, hat sie halt auch zu viel. Und halt wie gesagt, in dem Bereich hier hat sie halt auch viel zu viel. Ja, das sind halt unsere Problemzonen. Hals, hat er gesagt, hat sie natürlich auch zu viel, aber der Halt geht. Das größere Problem ist, wie gesagt, hier der Bereich. Ja. Würdest du es jedem Pferdebesitzer empfehlen, die Pferdewaage zu machen? Auf jeden Fall. Also da bin ich ganz ehrlich, auf jeden Fall. So, die fahren gerade. würde ich wirklich jedem empfehlen, um einfach mal zu sehen, zum Beispiel auch, wenn man Medikamente geben muss, das ist zum Beispiel so ein super Beispiel. Wenn man nicht weiß, wie viel das Pferd wiegt, dann kann man nur schätzen. Aber wenn man halt genau exakt weiß, wie viel das Pferd wiegt, weiß man ganz genau, wie viel das Pferd an Medikamente braucht. Und eben auch, um zu wissen, ob man was ändern muss an der Haltung. Und ja, deshalb, ich würde es wirklich jedem Pferdebesitzer empfehlen. Hat es lang gedauert? War es aufwendig? Nein, überhaupt nicht. Also die Pferdewaage, wir sind da drauf spaziert. Klar, manche Pferde machen das vielleicht nicht so schnell, aber einfach ein bisschen Vertrauen und da habt ihr auch Zeit. Aber ich glaube, insgesamt für alles haben wir, glaube ich, 5 Minuten gebraucht. Also es geht super schnell und wenn ihr 4 Pferde seid oder mehr, dann spart ihr euch die Anfahrtskosten. Also dann wird es noch mal günstiger. Boah, das ist super. Ja, Schatz. Schaut sie euch an. Oh. Fauni. Wird schon alles, gell? Ja. Ziehst du Konsequenzen? Ja, auf jeden Fall. Wie, wann, weiß ich noch nicht. Ich muss mir halt jetzt einfach Gedanken machen, aber natürlich muss ich Konsequenzen rausziehen. Ja. Ich hoffe natürlich, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du jetzt mein letztes Video noch nicht gesehen haben solltest, werde ich dir hier oben verlinken. Und ich verlinke dir auch nochmal ein ganz spannendes Video. Und zwar ein Duplo-Video, wie die Fauni beschlagen worden ist. Das interessieren nämlich auch immer ganz viele. Dann klick einfach aufs untere Bild. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!